Sonos hat eine Menge zu bieten. Nicht umsonst ist das amerikanische Unternehmen eines der bekanntesten Hersteller für Lautsprecher auf dem Markt. Und was du da genau alles so kriegen kannst, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hey alle zusammen, ich bin Leonie und freue mich sehr auf unser heutiges Video, denn wir testen uns mal so ein bisschen durch die Sonos-Ausstattung und ich kann jetzt schon sagen, es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Ob klein oder groß, günstig oder vielleicht doch etwas preisintensiver oder auch tragbare Speaker. Also schauen wir uns zunächst einmal die wichtigsten Basic-Feature, nenne ich es jetzt mal, von Sonos an. Sonos bietet dir natürlich in allererster Linie erstklassigen Sound. Es gibt Dolby Atmos wie im Kino, deswegen sich ja auch viele die Lautsprecher so gut als Heimkino eignen. Die Geräte interagieren miteinander und sind aufeinander abgestimmt. Sie sind steuerbar mit Sprachassistenten wie Alexa und Google zum Beispiel. Es gibt die True Play-Funktion, wo der Sound an deinen Raum angepasst wird und noch vieles, vieles mehr. Lasst uns mal ein paar Speaker rauspicken, die wir uns genauer anschauen. Im Bereich All-in-One-Speaker gibt es beispielsweise den Era 100, Era 300 und den Sonos 5. Der neueste, der Era 100, löst im Prinzip den Sonos One ab und kostet etwa 279 Euro. Er hat zwei Tweeter und einen Woofer und du kannst die Musik über Wi-Fi, Bluetooth oder aber USB-C-Kabel streamen. Das heißt, du kannst mit ihm sogar auch deinen Plattenspieler oder CD-Player verbinden und damit Musik hören. Der Era 300 ist keine neue Version von einem bereits vorhandenen Sonos Speaker, sondern ist ein komplett neues Produkt von Sonos. Genauso wie bei Era 100 hast du auch hier die Möglichkeit über Wi-Fi, Bluetooth und USB-C-Kabel zu streamen. Die Kosten sind allerdings etwas höher, die liegen nämlich bei knapp 499 Euro. Dafür bekommst du aber auch mehr. Es sind 6 Lautsprecher unter dem Gehäuse verbaut. Dabei sind 2 zur Seite gerichtet, es gibt noch 2 Tieftöner. Ein Hochtöner ist nach oben gerichtet und einer nach vorne. Und on top kann der Era auch noch Dolby Atmos. Abgesehen von der Arc ist der Era 300 damit übrigens das einzige Produkt mit einem nach oben gerichteten Lautsprecher. Der Sonos 5 ist nochmal eine Ecke teurer, der kostet nämlich 649 Euro. Ihn kannst du nur über WLAN verbinden und er besitzt 3 Hochtöner und 3 Mitteltöner. Per AUX-Kabel kannst du übrigens auch ihn wieder deinen Plattenspieler anschließen, deinen CD-Player oder auch Computer mit Sonos 5 verbinden. Und du kannst den Speaker entweder senkrecht oder waagerecht platzieren. Der Speaker passt sich dann der jeweiligen Lage an. Abgesehen von den All-in-One-Speakern gibt es natürlich auch noch die tragbaren Speaker. Da gäbe es einmal die Roam und den Move zur Auswahl. Sonos Roam kostet 199 Euro, hat ein relativ robustes Design und ist wasser- und sturzfest. Mit 10 Stunden Akkulaufzeit musst du dir übrigens unterwegs auch absolut keine Gedanken machen um fehlende Musik. Und er ist mit weniger als 430 Gramm auch echt super leicht unterwegs. Genauso wie bei der Sonos 5 gerade, kannst du auch Sonos Roam senkrecht wie waagerecht platzieren und der Sound passt sich jeweils an. Für den Sonos Move musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen, der kostet nämlich 449 Euro. Seine Akkulaufzeit sind ganze 11 Stunden, also nochmal eine Stunde mehr und er ist deutlich größer als die Roam. Damit aber auch natürlich deutlich schwerer, um genau zu sein, wiegt er ganze 3 Kilo. Aber dafür hat man auch einen satteren Sound. Was hier die bessere Wahl wäre, kommt natürlich ganz darauf an, was du für den tragbaren Lautsprecher benötigst und haben möchtest. Und damit hätten wir uns die wichtigsten Speaker auch schon angesehen. Aber es gibt ja auch noch die Soundbars. Da wären einmal die Ray, die Beam und die Arc. Bis auf die Ray haben die anderen beiden übrigens auch integrierte Mikrofone für die Sprachsteuerung. Zuerst einmal sind die Soundbars natürlich vorrangig dafür gedacht, eine Art Heimkino-Atmosphäre zu schaffen. Die Fernseher sind in den letzten Jahren natürlich qualitativ hochwertiger geworden, aber auch immer dünner und dünner. Und so ist es einfach kaum möglich, einen richtig satten Sound durch den Fernseher zu kreieren. Dafür ist die Soundbar genau die richtige Anschaffung und die haben gleich mehrere Vorteile. Der erste ist ganz klar die kompakte Bauform. Es gibt gleich mehrere Lautsprecher in einem einzigen Gehäuse und gerade für eher kleine Räume ist es super, weil eine Soundbar deutlich platzsparender ist, als zum Beispiel eine komplette Surround-Soundanlage zu bauen im Heimkino zu Hause. Lasst uns die 3 Soundbars einfach mal genauer angucken. Wie eben schon gesagt, gibt es da die Sonos Ray und das ist mit 299 Euro die preisgünstigste Soundbar von Sonos. Sie hat aber trotzdem 4 Verstärker der Klasse D verbaut, kann also ordentlich was. Das Setup ist super einfach mit nur 2 Kabeln und die gesamte Akustik ist nach vorne ausgerichtet. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel im TV-Schrank super aufgehoben ist, ohne dabei an Soundqualität zu verlieren. Und die Ray ist für Fernseher bis zu 55 Zoll am allerbesten geeignet.
Die Beam ist mit ihren 549 Euro die preisliche Mittelklasse, würde ich jetzt mal so sagen. Und sie besitzt einen Hochtöner und vier ellipsenförmige Mitteltöner. Der allergrößte Unterschied zur Ray ist hier das HDMI-EARC-Kabel. So ist nämlich dann zum Beispiel auch Dolby Atmos möglich und kann für Fernseher bis 65 Zoll super genutzt werden. Kommen wir jetzt zur dritten Option und das ist die Sonos Arc. Sie ist das Premiumstück unter den Soundbars bei Sonos und kostet 999 Euro. Klingt jetzt erstmal nach sehr viel Geld, aber dafür kann sie natürlich auch eine Menge. Es sind gleich 11 hochpräzise interne Speaker mit zwei dedizierten Höhenkanälen verbaut und natürlich kann die Arc auch Dolby Atmos. Die Ray und Beam sind sich relativ ähnlich und der größte Unterschied zur Arc ist, dass sie mehr Verstärker verbaut hat. Die hat nämlich zwei interne Lautsprecher, die den Sound physisch für ein echtes Höhenerlebnis nach oben ausrichten. Und damit kommen wir auch schon zu den Subwoofern. Die sind nämlich die beste Ergänzung zu allen eben vorgestellten Speakern und Soundbars. Wir können ja mal mit dem Sub Mini starten. Das ist nämlich die kleinere Variante. Die kostet 499 Euro und hat ein ziemlich zeitloses und elegantes Design, typisch Sonos eben. Verbunden mit der Soundbar oder einem anderen Speaker gibt es deutlich tiefere und sattere Bässe, aber auch tiefere Sequenzen werden einfach klarer wiedergegeben. Du kannst den Sub Mini via WLAN steuern und er hat zwei Tieftöner in sich verbaut. Und dank Force Cancelling werden Verzerrungen während der Wiedergabe auch verhindert. Und nun zu guter Letzt kommen wir zum großen Bruder des Sub Minis und das ist der Sonos Sub der dritten Generation. Der kostet nochmal 400 Euro mehr, also 899 Euro, ist dafür aber auch deutlich größer und vor allen Dingen in den höheren Frequenzen leistungsstärker. Für kleine oder auch mittelgroße Räume ist ein Sub Mini wahrscheinlich ausreichend. Alles, was größere Räume betrifft, lohnt sich vielleicht doch etwas tiefer in die Tasche zu greifen für den Sonos Sub. So, an dieser Stelle mal ein kleines Fazit von unserer Seite. Man kann wirklich sagen, dass ausnahmslos alle Produkte von Sonos einfach von der Handhabung her sind und super einfach und selbsterklärend sind. Es gibt auch keinen Kabelsalat zu Hause, weil alles über WLAN geht und das Design ist zeitlos und elegant. Es passt eigentlich in jeden Style von zu Hause rein. Vor allen Dingen aber die TruePlay-Funktion ist einmalig, weil so jeder Speaker eben auf deinen Raum persönlich angepasst wird. Wenn du jetzt doch noch Fragen haben solltest, schreib sie doch einfach unten in die Kommentare und natürlich findest du auch nochmal alle Informationen bei uns auf tink.de oder du kommst uns einfach persönlich im Tink-Shop besuchen. Dann beraten wir dich auch gerne vor Ort. Der ist in der Auguststraße 58 in 10119 Berlin und wir haben für dich von 11 bis 18 Uhr geöffnet und freuen uns wirklich immer, euch dort zu sehen. Also bis ganz bald. Ciao!